Buongiorno, meine kleinen Macaroni zu Super Smash. Smash. Zu Super Smash Bros. Für die Wii U. Yay, es ist endlich soweit. Die Wii U-Version kann starten. Wir werden einmal in diesem relativ kurzen Let's Play übrigens einmal jeden Modus durchgehen. Wir werden nicht großartig hier Meilensteine sammeln oder sonst was. Das mache ich alles privat. Ich möchte privat viel zocken. Da ich mein geplantes Let's Smash Together, also hier Let's Smash Community, was ich eigentlich vorhatte auf dem 3DS, nicht gemacht habe, weil Connect-Scheiß und so weiter, möchte ich einmal kurz hier, wir machen einmal kurz ein, machen wir noch nicht, möchte ich gerne das Let's Smash Community für die Wii U machen, da ich hier eine bessere Verbindung habe und so weiter und man auch viel mehr Möglichkeiten hat. Ja, so viel dazu. Darum gehen wir jetzt einmal kurz weitere Modi. Einmal Solo durch, machen einmal eine Stage, gucken mal im Charakterstudio, also das müssen wir nicht wirklich gucken, ist genau wie auf dem 3DS. Das Stage-Studio ist sehr cool, Optionen habe ich vorhin alles eingestellt, ich spiele mit dem GameCube-Controller mit dem Smash-Symbol, sehr cool. Ich würde mal sagen, klassisch. Spezialaufträge, Stadion, okay. Wir gehen, die Mission haben wir auch wieder, sehr geil. Wir gehen mal in den klassischen Modus hinein. Ist ja diesmal ein bisschen anders. Ich zitiere: Kämpfe in einem Turnier, setze Gold ein, um die Schwierigkeit und die Belohnungen zu ändern. Aha, Spieler, Gegner, bewege deine Figur über die Stage und kämpfe gegen Kämpfer in deiner Nähe. Besiegst du Gegner im Kampf, können diese dir anschließend im Teamkampf zur Seite stehen. Das ist interessant. Deine Gegner werden mit gewonnenen Kämpfen stärker. Besiegst du stärkere Gegner, ist die Belohnung entsprechend höher. Sehr schön. Ja, das mache ich doch gerne. Wir fangen an mit Yoshi. Als Don Marcy. Okay. Jetzt muss ich die Farbe selbst machen. Ach ja, das ist ja nur bei Personalisieren. Stimmt ja. Habe ich noch nichts freigeschaltet. Ich habe noch nicht gezockt. Ich habe nur ein bisschen in Einstellungen rumgefudelt. Und dann möchte ich doch mal behaupten. Ja. Ich bin bereit. Wir haben 500... Gold. Gehen wir mal einfach sofort hier drauf. Ist ja auch egal. Machen wir sofort einen auf Könner. So. Gehen wir erstmal da rein. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich genau hier machen soll. Mist. Ich wollte eigentlich das rote. Nespike Fanda. Wenn sich Ness mit der Elektrokugel... Okay. Au. So, da wollen wir mal gucken. Wir haben sofort mit 6 Gegnern. Das ist richtig geil, ist das. Bin sehr gespannt, wie es funktioniert, wenn wir zu 8 online zocken. Also, wenn da der Connect gut ist, dann können wir so ein richtiges Let's Smash Community starten. Meine Güte. Sprechen kann schon schwer sein heutzutage. Was? Ich glaub's ja wohl. Also das gerade wieder mit dem GameCube-Controller zu zocken auf dem 3DS, das war ja teilweise echt gewöhnungsbedürftig. Krepiere er! Oh, eine Hilfe-Trophäe. Und? Oh, das mütterliche Gehirn. Sehr schön. 90 Münzen, besser gesagt Gold. Smash Gold. Wir gehen hier rein. Wir sind guter Dinge. Das macht irgendwie Spaß, dass man sich so die Gegner aussuchen kann. Yay, ein roter Schraubenschlüssel. Amiibo Trainingsausflüge. Okay. Ich darf noch nicht mal irgendwie lesen. Böses Pummeluff. Auf einer Galaxy Stage. Sehr schön. Bats. Ich finde auch die Musik cool. Ich habe mir schon mal so ein bisschen die Musik beim Stage Studio so reingezogen. Es ist echt schöne Musik mit bei.
Ich finde es auch gut, dass man auf der Stage hier, je nachdem, wo man springt, seitlich hochspringt. Ist sehr schön gemacht. Und sieht alles so geil aus. Mann, möget ihr krepieren. Das macht Laune. Und ich kann wieder so zocken wie früher. Geil. Muschel-Snack-Verteidigung. Doll. Ich möchte alternative Attacken. Die haben wohl schon welche was gewonnen, wie ich das sehe. Oder auch nicht, keine Ahnung. Ich möchte als Team-Mitstreiter Bowser Junior haben. Bowser Junior ist cool. Auch einer meiner neuen Lieblingscharaktere. Mist! Ich meine, hey, geil. Pokémon Smash. Bei diesem Kampf gibt es Unmengen von Pokébällen und Meisterbällen. Aha. Ich muss erst gucken, wo ich immer stehe. Das ist gar nicht mal so leicht. Das ist irgendwie gemein, dass ich nur einen Helfer habe. Bats! Lurak ist Geschichte. Wieder mich von hinten angreifen, der Penner. Huch. Jetzt habe ich... Okay, das war Quajutsu, alles klar. Da fliegt mein Ei. Ich kann gar nicht groß was erzählen, weil ich hier voll dabei bin. Ah, okay, ich krieg wohl alles an Trophäen und, also sag ich mal, Errungenschaften, was die anderen haben. Albtraumzauberer, das ist Nightmare von Kirby, cool. Finde ich sehr geil. Nightmare ist cool. Tja, Lutscher, du bist down. Okay. Er hat da unten, ne? Er hat einen roten Schraubenschlüssel. Wie schön. Ich freue mich. Yes! Wir haben gleich zwei Schraubenschlüssel dazu bekommen. Ich freue mich. Little Mac! Au. Hey. Nein, das ist nicht meins, da möchte ich nicht bleiben. Oh, komm, ernsthaft. Ich hasse sowas. Au. Weg mit dir. Möget ihr verbrennen. Hehe. Ja, ja, prügelt euch herum und ihr seid so dumm. Wie kann man so doof sein? Ach, sieht das alles herrlich aus. Drachenrüstung, geil. Wunder und Booster. Jo. Ui. Okay, das war jetzt... Okay, jetzt konnte ich mir wohl eins aussuchen und musste dann... Alles auf alles andere verzichten. Yes! Die Brücke in der Mitte der Stage stürzt ein, wenn sie angegriffen wird. Ich dachte, ich kann das da irgendwie hauen. Ich bin ein feuriger Dino. Wie die dumme Sau einfach abhaut. Haha, Riesen-Yoshi! Halt die Fresse!
Spürst du die Anspannung in der Taille? Ich fühl gleich was. Du fühlst gleich was ganz anderes von mir in der Taille. Kehre nun zur Ausgangsposition zurück. Aua! Du bist echt nervig, weißt du das? Ich spring einfach zurück, ich mach gar nichts. Oh! Mann, lass mich doch mal. Boah, ist nervig. Bescheuert. Aber egal. Es macht Spaß. Und ich bin so ruhig, wie ich glaube ich feststellen darf. Weil ich voll dabei bin. Ich möchte auch einfach nur einmal alles zeigen. So, down. Ah, jetzt kommen die Mies. Cool. Gut, dass ich vorhin für jedes Mii einen Charakter gemacht habe. Also für jeden... Stimmt eigentlich, für jede Mii-Version einen Charakter. Auf das sie nicht auftauchen. Bis auf ein paar. Und sie lassen sich genauso leicht wegtreten wie in der 3D-Version. Also in der 3DS-Version. Schon ulti, wie die hier wegfliegen. Jetzt kommt mir das Gesauen unter. Yeah! Tiny Kong, cool. Von Donkey Kong Country 64, gefällt mir. Na? Aha, beide auf einmal, cool. Eierrollo. Rollo, rollo, rollo. Also auf 5 kommen schon beide, das finde ich auch cool. Ich finde es auch ganz witzig. Schmeck meine Schuhsohle der Verdammnis. Huch! Da war noch eine Plattform. Scheiße! Ah! Das ist jetzt. No, oder? Das ist ja doof. Aber egal. Sie werden keine Chance haben. Wie man sieht. Haben sie durch Lackenkill erzeugt. Das ist ja. Aha. Nein, da will ich nicht rein. Wow, auf dem 3DS habe ich es nie geschafft, dem auszuweichen. Bats, nimm das, du verrückter Sack. Und noch ein Ei. Im Nacken. Sehr schön. Endergebnis. Glück im Unglück, Waffenarm. Okay, cool. Ja, einmal den klassischen Modus durchgedaddelt auf Könner-mäßig. Yeah, Yoshi ist so putzig. Und die Amiibo-Figur habe ich auch. Die Amiibos werden wir auch im Laufe des Mini-Let's Plays hier durchdaddeln. Bin ich auch sehr gar nicht drauf. Oh, das schon wieder. Okay. Das ist ja mal cool. Also das macht jetzt Spaß, wenn auch noch Items kommen. Bium, bium, bium.
Ich bin wieder klein. Hallo, explodierst du auch mal? Meine Güte. Bats. Ich weiß gar nicht, wie viel noch. Aha, okay. Ach, da unten. Willst du mich verarschen? Komm! Das ist ja jetzt voll gemein, ey. Arschloch! Ach, jetzt sind es doch 100%. Ach, du bist doch doof, ey. Aber es ist perfekt, ich bin glücklich. So. Yay! Yoshi! Neuer Gegner, Falco! Hinweise zu Belohnungen, aha. Sehr interessant, komm, gib mir den Gegner. Du hast zwar den ersten Angriff, aber ich werde gewinnen. Ende. Und tschüss. Das war jetzt sehr schnell. Ab jetzt dabei, Falco, again. Dankeschön. Dann würde ich mal sagen... Ah. Credits, cool. Und Mario und Yoshi. Oh. Meistere den klassischen Modus Solo mit Yoshi. Ah. 7 Training, eine Kombo von 30, erziele 20 Punkte in einem Gegner-Smash und so weiter und so fort. Meine Mission schwierige Heimkehr und Mission und bla bla. Erziele mit Palutena mindestens 80.000 Punkte auf Stage 2 in Scheibenbomber Solo. Mit einer Bombe durch Rückwand. Abpraller. Interessante Meilensteine. Würde ich mal sagen, das war's für diesen Part. Du hast die Demo-Version des Klassikers Mario und Yoshi. Ah, cool. Spiele sie unter Meisterstücke. Stimmt, man kann ja so kleine... Cool. Du hast den klassischen Modus zum ersten Mal gemeistert. Erhalten Drachenrüstung. Yeah. Komm schon. Jetzt möchte ich aber mal sagen, das war's dann für... Ja, mach ich gleich. Für diesen Part. Ein bisschen ruhiger von der Kommentierung her, aber dafür haben wir aber den Modus gesehen. Würde ich mal sagen, im nächsten Part... Gleich morgen oder übermorgen, mal gucken, wie ich das machen werde, sehen wir dann einen anderen Modus und ja, in dem Sinne, arrivederci, meine kleinen Makaronis. Ich hoffe, das Video hat es jetzt gefallen und wir sehen uns im nächsten Part wieder in einem anderen Modus. Tschüss!